kommen wir schon zum Ende von der Weihnachtsgeschichte. Hört gut zu. Jetzt erzählen wir es der ganzen Welt. Gleich hinter Jerusalem hat die Flädlesuppe unter wieder rauswelle. Und noch haben die drei Männer an einem Olivenbäumle ihre Viecher anbunden und mit zweiter Olivenbäumle daneben gescheit der Tag versalzen. Drauf sind sie ins Schwätzen gekommen und waren sich glattweg einig, dass man das große Ereignis doch jetzt eigentlich nicht für sich behalten könnte. Von seller Geschichte sollte gewiss jeder Mensch erfahren. Noch haben sie alles, was sich zutragen hat und was sie gesehen und erlebt haben, in die ganze Weltgeschichten austragen und die frohe Botschaft von der Geburt vom Erlöser überall bekannt gemacht. So sind sie also die allererste Missionar geworden. Der kleine Jesus aber ist gesund aufgewachsen, hat seine Eltern und dem Himmelvater arg viel Freude gemacht und war für die ganze Welt von Anfang an ein großer Säge. War das das End? Nein, es war erst der Anfang. Jetzt ist zwar die Weihnachtsgeschichte rum. Aus Äpfel, Amen. Ja, mit dem Äpfel fängt ja auch die Vertreibung aus dem Paradies an. Und weil der Jesus, der Messias, also unser aller Retter ist, drum hat man in frühere Zeiten zu Weihnachten auch der Baum in der Stube mit vielen roten Äpfeln geschmückt. Heute sind es rote Christbaumkugler. Und man hat dazu Kerzen angezündet, weil der Jesus Christus ist ja das Licht der Welt, wo Hoffnung bringt und das ewige Leben. Und das Schöne ist, keiner von euch und von uns muss sich sorgen. Alles tut der Herrgott aus Lieb und aus Gnade, wie es schon der alte Luther gesagt hat. Das große Geschenk ist einfach zum Annehmen. Einfach ein Geschenk annehmen. Das ist Gnade. Sel ist das beste Rezept. Keine Risiken, keine Nebenwirkungen. Und du brauchst auch nichts vom Apotheker. Wir alle haben am Herrgott sein Wort drauf. Es ist eigentlich ganz einfach. Wer es glaubt, wird selig. Und das war die Geschichte. Morgen die Zusammenfassung, wie sie in der schwäbräischen Bibel im Original stand. Bis dahin, viel Freude.